Dann sage ich doch mal Hallo und herzlich willkommen. Heute Sonntagabend anstelle von einem Sonntagmorgen. Wir haben das ja mal verschoben. Nur dieses eine Mal. Nächsten Sonntag ist es wieder gleiche Stelle, gleicher Zeitpunkt sozusagen. Heute mal ein bisschen früher. Und dann sage ich doch mal Hallo und herzlich willkommen, Kartoffeltim. Schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen und hallo, Danny. Wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen. So, hier ist auch nicht was los bei uns. Ich mach mal hier den Oberlehrer an. So. Rocket an Rotor. Hallo und herzlich willkommen. Grüß Gott. Ja, dann grüßen wir den auch mal. So, pass mal, was habe ich jetzt hier? Mach das mal kurz weg hier. Oh, warte, warte. Was war das? Im letzten Jahr. Ach, im letzten Jahr. Alter, das ist nie so schlimm. So. Wir müssen mal kurz gucken, was wir letztes Mal gemacht haben. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wir haben... stimmt. Wir haben hier, guck mal da. Da ist doch schon, ne? Und da sind die noch am... Ach, da sind schon fertig oder was? Oder wie? Ach so, okay. Trinkwasser, schlechte Qualität. Ich meine, der müsst ihr mit leben, Freunde. Da können wir nicht ändern. Das war ja diese Sache mit 96%. Wir kriegen das nicht besser hin. Ich frage mich nicht, warum. Es geht aber nicht. Was ist das denn hier? Ein Parkplatz. Guck mal. Ja. Gebäude wegen Schlechtwetter geschlossen. What? Was? Ach Mist, dann haben wir da irgendwas Verkehrtes gebaut, höchstwahrscheinlich. Das ist aber schlecht. So, hier muss Essen hin, hier muss Fleisch hin, hier muss... Ach du Schande, hier muss alles Mögliche hin. Sind ja schon wieder eingezogen. Ja, Gebäude, keine Studenten in diesem... Hostel. Das ist ein Hostel, guck mal einer an. Ach hier, Regierungstreue, das müssen wir kurz mal einstellen. Hier, lass mal auf Sekunde. So, 65%, nö. Hier genauso. Na, komm her. So. Das ist um 85 Leute passen da rein. Guck mal einer an. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. So, pass mal auf. Temperatur ist da drinnen zu niedrig. Ich glaube, wir haben hier ein kleines Temperaturproblem, ne? Ja, das wird schon mal nix. Wasser ist da. Wunderschön. Wasser ist bestimmt auch da, ne? Wunderbar. Aber keine Heizung. Aber Heizung hatten wir, glaube ich, hier oben irgendwo, ne? Ich glaube, Heizung hatten wir... da. Wenn das mal keine Heizung ist. Guck mal, kriegen wir das irgendwie darunter? Ja, guck mal einer an. Da kriegen wir doch bestimmt irgendwie warm Wasser runtergeprügelt hier. Irgendwo hier hin, ne? Mal, warm Wasser wäre doch gar nicht mehr schlecht. So, pass mal auf, warm Wasser. Das müssen wir kurz mal fix machen. Kleines Kraftwerk, was haben wir hier? Quatsch, was haben wir hier? Ein Wärmetauscher. Ein großer Wärmetauscher. Kleiner ist doch schon gar nicht doof, oder? Kleiner reicht doch, glaube ich, ne? Oder? Ich baue mal da so einen hin. So. Da muss noch ein Röhrchen ran. Wäre natürlich auch super. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das da oben hinkriegen. Ach, hier, Ausgänge ohne Ende, ne? So, wir brauchen das auch unterirdisch. Und dann nehmen wir doch mal so, ne? Mal auf. Mal hier, mein Freund. Das passt sogar. Nehmen wir das mal so mit. Auf, mach das mal. Baut das mal gleich fertig. So. So. Ich hoffe, man kann den Sound hören, ne? Das müsste gehen, ne? So. Das müssen wir gleich fertig machen, weil wir haben gerade, wir haben November. Das wird kalt. Das muss gleich fertig gemacht werden, sonst haben wir hier, ne? Fröstelnde Studenten und das ist nicht gut. So. Mach das mal fertig. Das ist ja gar nicht so weit, oder was ist los? Ach, siehst du, guck mal. Temperatur steigt jetzt langsam. Guck mal einer an, siehst du? Hier doch genauso. Abwasser funktioniert. Hallo Frankie, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Moin, moin. Guten Abend, sagt man jetzt ja, ne? Nicht mehr guten Morgen. Ach ja, so. Hier fehlen uns aber noch Studenten. Aber ich glaube, die ziehen hier nicht ein. Ich glaube, hier stehen, kommen keine Studenten. Das haben wir warm hier, ne? Das haben wir. Ach, guck mal hier. Sowas von. Sowas von schön kuschelig warm. Mit Trinkwasser, da können wir nichts machen. Da müssen wir mit leben. So. Das ist schon gar nicht schlecht. Lass mal kurz gucken, wie das hier unten ist. Warte mal. Was war hier? Ach, nur, ich wollte gerade sagen. Ich dachte schon Stau, ne? Also sowas wollen wir nicht haben. So, was haben wir hier? So,
Ach hier, guck mal hier. Frieda ist am Abladen, wie irre. Und die sind gleich am Wegsammeln, wie wahnsinnig. Okay. So, hier läuft alles, ne? Das läuft alles, glaube ich, oder? Was haben wir denn hier? Hier ist nichts drin. Warum ist hier nichts drin? Warum ist da nichts drin, sag mal? Was ist denn hier los? Hier ist echt nichts drin. Warum ist hier denn absolut nichts drin? Ich hoffe mal, wir haben hier die Felder abgeerdet, ne? Ja, speichern mal ganz fix. So, so, was haben wir hier? 7000 etwas. 4000 hast du nicht gesehen. Gut, das schleppen wir auch woanders hin, ne? So, hier müsste auch was drin sein. Hier ist nichts drin. Sag mal, sind die Jungs so gut oder sind wir so... haben wir irgendwas übersehen? Haben wir irgendwas hier übersehen? Aber ich meine, die Felder sind alle leer, ne? Soweit ist alles leer. Dann scheint das ja gut gelungen zu sein. Ich wundere mich gerade, warum die Felder alle leer sind. So, wie ist das denn hier drüben? Mal kurz gucken. Ölchen, 3000. Da können wir noch mehr fahren lassen. Hier ist nichts. Wieso ist hier denn... Warte mal, gab es ein Update oder irgendwas? Dass er sagt, hier, du, ich heute mal nichts oder was? Okay, 3700. Dann haben wir das alles schon fleißig weggefahren. Dann hat also die Logistik stimmt bei uns auf jeden Fall. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Jetzt hat er uns Heizprobleme. Aber das kennen wir. Das ist, glaube ich, hier oben irgendwo, ne? Ich glaube, das ist, Heizprobleme, das ist irgendwo draußen, ne? Mal gucken, wo ist denn das? Oh, das ist mittendrin. Standen wir dabei. Oh ja, wir haben doch einen Stau. Guck mal, da, also ne? Das wäre ja schlimm, wenn wir das nicht hätten. Mein Gott. Was wäre das für ein Tag gewesen? Gott, wo stehen die gerade hin? So, Jungs und Mädchen, was ist hier los? Ach, schön. Ja, nee, das ist dieses Problem mit... wir wissen nicht, wohin. Das kriegen wir aber gelöst hier, glaube ich. Das hoffen wir mal schwer, dass es klappt. Die kommen hier nicht weiter, weil die jetzt parken wollen. Und hier ist wieder... Das ist wieder so ein Parkhaus, wo das nicht fließend läuft. So, hü. Mal her, hü. Bisschen Luft machen hier. So, fahrt da mal rein, fahrt da mal weg. Den auch mal. Den nehmen wir auch nochmal weg hier. Wupp. So, jetzt muss das ein bisschen... Ne? Ja, ich glaube, die... Das Parkhaus müsste man eigentlich schon was wieder wegreißen, ne? Warte mal, ich mach mal auf Pause. Wir haben, ist ja gar nicht so viel drin. Oh, da kommen so viele, die wollen da hin. Ach du Schande. Die Zufallstraße ist zu klein. Das ist, glaube ich, unser Problem gewesen, ne? Das war unser Problem jedes Mal. Wir reißen das nochmal ab hier. Pass mal auf, wir haben ja Fahrzeuge genug. So ist es ja auch nicht, ne? So. Wupp, jetzt reißen wir die Hütte hier nochmal ab hier. Das ist hier weiß, ist doof. Aber ich meine, das nützt ab und zu nichts. Wir bauen nochmal neu. So, neu. Was haben wir denn hier? Parkplätze, Parkplätze. Das war das hier, die Multigarage. Das Problem ist bei der immer, dass die genauso wie die hier, ne? 32 Autos, 45 passen da rein. Guck mal hier, das ist da irre. Das irgendwie hier weiter. Ich gehe nicht weiter nach hinten, ne? Also, nur ist ja auch Müll und Mist und Dreck. So, mach mal sauber da. So, gut. Wie weit kriegen wir denn bis dahin? Wie Stau hin kriegen wir das? Das bringt ja auch nichts, ne? Aber ich meine, 45 Parkplätze ist schon cool. Was haben wir sonst hier noch? 30 Autos. Ich glaube, wir nehmen den hier. Wir nehmen den hier, der ist Fahrzeug optimiert, ne? Das würde dann besser passen. Den bauen wir da mal hin. So. Den bauen wir gleich fertig. Fertig. Pass mal auf. Nein, mein Freund. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. Wir können auch ein bisschen ausgeben. Ne, also das können wir noch ein bisschen rausjagen. So, fertig. Warte mal nochmal. Grund und Höhe hast du nicht gesehen. Komm, hier mach mal. Grund und Höhe ist gut. 30 plus und alles, was irgendwie was laufen kann, ne? So, beliebig. So, hü. Jetzt müsste das immer noch passen hier, ne? Ja, passt. Und das hier? Ja, das ist egal. Genau, Frankie, solange die Milliarde nicht angekratzt wird, ist alles gut, ne? So.
Das müsste sich irgendwann mal auflösen. Also, ne, wir haben große Hoffnung, dass es passiert. Ne, also das, ja. Hier wurschtelt sich das ein bisschen rum. Weil, das, wie gesagt, wir haben das Problem mit der Ampelgeschichte hier, ne? Naja gut, geht nicht schneller, ne? Da können wir echt nichts machen. Das muss jetzt mal sich auflösen. Stau war ja nur auch, wir wissen ja, wo er herkam, ne? Das war hier Parkplatz. Parkplatz hat uns das ein bisschen, na. Wir bauen ja auch. Wir bauen ja auch irgendwo. Und, ach ja, Mensch, da war noch ein kleiner super Tipp, ne? In den Kommentaren. Ich mag die ja, wenn da so, die Kommentare lese ich ja sowieso so gerne. Und da war ein toller Tipp, warum nicht... Weil wir haben ja noch Platz. Warum man nicht diese Chemikalien hier rausreißen? Weil ist ja eh nicht viel, ne? 60 Mann, mein Gott, also die schaffen ja eh nicht viel. Das hier oben, das schafft ein bisschen was. Was haben wir jetzt hier drin? 86 Tonnen Chemikalien. So, und Pflanzen sind auch drin, das ist großartig, ne? Ölchen läuft ja sowieso, ne? Da brauchen wir gar nicht. Da brauchen wir gar nicht denken. Das funktioniert. eventuell könnte man hier noch, also die Chemikalien hier wegreißen. Die komplett wegnehmen. Alles. Komplett alles, ne? Sozusagen wegnehmen und vielleicht eventuell hier noch eine neue Ölraffinerie hinpflanzen. Ne? Dass man sagen kann, hier nochmal, hier wird nochmal Öl raffineriert, sozusagen. Ne? Da machen wir Benzin draus. Das können wir auch wunderbar verhökern. Da machen wir auch einen guten Reibach mit. Ne? Also was haben wir hier? Wir haben gerade, im Oktober haben wir Einnahmen gehabt, 2,9 Millionen. Ich meine, wir haben auch viel gebaut jetzt gerade. Ne? Da muss man auch überlegen. Da haben wir 19 Millionen eingenommen, diesen Monat. Wir haben 16, guck mal hier. Bin mal gespannt, wann wir bei den Dollaris, bei der Milliarde sind. Wann wir da angekommen sind. Sollte auch irgendwann, ne, zu knacken sein. Das ist doch bestimmt draußen irgendwo, ne? Ganz weit weg. Natürlich, hab ich mir gedacht. Hätten wir gar nicht hinfliegen brauchen. Das ist hier unten. Da ist noch was drin, das muss auch noch weg. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Bauernhöfe. Wir haben jetzt gerade dunkel. Aber das wird gleich wieder heller. Keine Angst, wird gleich wieder heller. So, hier wird hingefahren. Und hier ist auch noch was drin. Ist sogar Plastik drin. Ja, Plastik läuft ja auch, ne? Läuft ja da drin auch. Da haben wir auch eine Plastikindustrie. Die ist ja auch mit da angeklemmt. Wenn ich die jetzt finde, das war hier vorne, ne? Plastik war hier vorne. Da ist Plastik. Und das ist mehr als genug. Mehr als reichlich, was wir da an Plastik herstellen. Das ist schon großartig. So, und Kunststoffe, das wird ja auch verkauft, ne? Da kommt hier ein Zug an und der holt den ganzen Kram weg. Wir haben irgendwo Schienenverkehr, ne? Da. Genau. Nee, das ist kein Schienenverkehr. Wo ist denn der Schienenverkehr? Wo ist denn der Zug? Haben wir da. Da müsste irgendwo ein Zug laufen. Warum nicht? Was ist jetzt ein Zug? Das ist die große Frage. Das ist ein LKW, ne? Bin ich richtig? Natürlich, da läuft ein LKW. Da fährt ein LKW hin und her. Aber ich meine, da könnten wir zur Not... Wir können da auch nochmal den Zug hinfahren lassen, dass er das Plastik da wegsammelt. Wie gesagt, man kann das hier alles abreißen und sagen, hier, wir machen Chemikalien woanders und machen da sogar eine separate Stadt, sozusagen, für sich einen Stadtteil. Weil wir haben Platz hier drüben auf der anderen Seite. Ganz hier drüben. Hier, ne? Man kann es jetzt schlecht sehen. Warten wir eine Sekunde, ja? Es wird gleich wieder hell. Ja, gleich wieder hell. 1600. Was haben wir hier noch drin? Seid ihr noch am Tanken? Das geht alles in westliche Länder, ne? Alles geht nach Westen. Alles geht in Westen, bloß die Container nicht. Die Container gehen schön in Osten. Frankie, eine Chemiestadt. Die Karte wird eng. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal, wie gesagt, hier, genau. Pass mal auf, jetzt haben wir es ja hier, ne? Hier haben wir ja tonnenweise Platz. Wir haben ja richtig viel, also richtig viel Platz. Da können wir wunderschön was hinpflanzen. Hier so, ne? Richtig so eine Chemiestadt kann man hier basteln. Da brauchen wir ein bisschen Öl, das kriegen wir auch hierher. Irgendwie kriegen wir das Öl auch hierher. Ich meine, weite Strecken, ne? Also wir pumpen ja gerne, wir kennen ja, ne? Viel und weit. Vor allen Dingen, wir haben ja... Nein, wir können auch das Öl hierher liefern lassen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ne, wir machen uns selber hier einen Öltank hin
und holen uns das Öl von hier unten. Da ist ja tonnenweise Öl. Guck mal hier, da ist ja 2900 Tonnen. Liegen da so vor sich hin. Und da haben wir zwei Schiffe, die fahren. Der müsste voll sein, ne? Jetzt komme ich nicht ran. Da. Komm her. Ja, genau. Ich weiß nicht, wo man die letzten 10 Tonnen da nicht einlädt. Keine Ahnung. Vielleicht ist das Besatzung, ne? Die will ich auch. Ah, gut. Die bewegen sich nicht viel. Die werden dann ein bisschen fülliger, nicht? So, was haben wir hier? Nochmal ein Container von Hans, der hier was holen will. Ach, wir haben noch ein kleines Problem mehr. Da habe ich jetzt gar nicht geschaut. Da habe ich jetzt gar nicht gelauert. Unsere Knastis, ne? Die wollten wir eigentlich arbeiten lassen hier unten. Und da wollen die aber nicht. Das machen die nicht. Hier unten, da arbeiten die Knastis. Aber die arbeiten nicht. Jo, ist gut. Die arbeiten nicht hier. Da wollen sie nicht arbeiten oder dürfen nicht, wie auch immer. Hier dürfen sie auch nicht arbeiten, haben wir schon probiert, ne? Und hier auch nicht. Ach, schon wieder was fertig. Oh ja, so, dann mach das mal. So wird, ne? So, zupp. Mach dich weg. Und hier haben wir auch wieder Geld, was hier rumliegt, was auch, ne? Kurz mal. So, das kann weg. Das auch hier. Sind auch, wie viel sind das hier? 2,2 Millionen, ne? Die müssten wir doch auch schon mal so ein bisschen an Land kriegen, ne? Sonst platzt der Tank auf. Genau, Danny. Das ist ja das. Am Hafen und Flughafen nun. Ja, du meinst die Knastis. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo die arbeiten dürfen. Oder können oder was weiß ich. Im Moment war das ja nur... Wir haben nur hier arbeiten lassen. Doch. Da könnten sie arbeiten. Das ist das Einzige. Aber ich meine, ne, wir haben so viele Knastis. Die können alle schuften, diese faulen Säcke. Wenn wir schon haben da... Bevor die hier, ne? Beine hoch und läuft gar nichts mehr. Das, ne, das wollen wir auch nicht. Richtig? Richtig. So, was ist denn hier? Ziehen ja keine ein, da ziehen keine ein. Das sind ja auch nicht die beim Mutti wohnen, da ist denn das ja auch nicht, ne? Die ziehen ja auch nicht ein. Wir haben schon über 3000. In die Minen mit denen. Das Problem ist ja, die Mine ist so weit weg. Die Mine ist ja so unheimlich weit weg. Machen wir auf Pause. Die ist ja so weit weg, wir kriegen die da nicht hin. Das haben wir ja schon versucht, ne? Also hier, da ist der Knast. Die müssen hier einmal quer durch die Karte eiern, damit die irgendwann mal an der Mine ranfahren. Das ist die dichteste Mine, die wir haben. Eine Eisenmine. Also, ne? Wir haben ja versucht, die eigentlich hier hinten an der Kohle ranzukriegen, die Jungs. Aber, nee. Also die steigen vorher aus. Da sind schon mal die 15 Stunden durch, ne? Das schreit nach rustikaler Arbeit, Danny, genau. Das schreit nach rustikaler Arbeit. Sowas, ne? Spitzhacke und Steine kloppen so nach dem Motto. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir die da rein. Vielleicht reicht das von der Entfernung. Ich weiß das aber nicht. Wäre natürlich schon cool. Ich weiß auch nicht, ob die hier arbeiten dürfen. Na gut, 15 Mann, das ist, ne? Das haben wir da locker drin. Also wir haben genug Leute, so ist das ja nicht, ne? So, Eisen haben wir ohne Ende drin. Das können wir auch nochmal, normalerweise auch noch verkaufen, dass wir auch nochmal da ein bisschen Kohle rankriegen. Wie läuft das eigentlich hier mit Eisen? Und das ist noch gar nicht schlecht. Also der Stahl ist es ja, ne? Stahl, 201 Tonne. Ja, Mensch, aber doch nicht, ne? Und im Gerichtsgebäude, ja, genau. Danny, das stimmt. Die können auch im Gerichtsgebäude arbeiten. Als Empfänger. So, was machen wir denn jetzt? Wir haben ja nämlich hier eine schöne Linie. Wo ist denn das jetzt hier? Warte mal. Wir müssen auch noch Essen hin schaffen da. Das ist noch viel geringer, viel schlimmer. Wo haben wir denn Futter hier? Ist hier was zu essen drin? Ich glaube nicht, ne? Nee. Das, was wir hier produzieren, das wird ja gleich, naja, eingekistet und dann, ne, vom Hof damit. Aber wir haben oben ja, wo haben wir das denn hier? Ich glaube hier ganz hier oben, ne? Da wird ja auch weggefahren, wie großartig. Ich meine, da haben wir ja Essen. Irgendwer hatte mal einen Richter mit 100% Kriminalität. Fand ich bemerkenswert. Frankie, 100% Kriminalität? Was haben wir denn? Ich weiß das gar nicht. Wir können mal gucken. Wir können mal kurz Kriminalität. Wo ist denn das überhaupt? Wo ist denn, was sich das denn versteckt? Da. Kriminalität. Was haben wir denn hier? Ja, gemeldete Straftaten 176. Gut, das ist alles gut, ne? Leichte Schwere 11. Polizei ist nicht zum Tatort gekommen 1% und Verbrechen nicht verurteilt 9%. Aber das weiß ich nicht warum.
War eine einzelne Person. Ach, okay. Weiß nicht, kann man das sehen? Warum wir, was machen wir den Knast hier? Warte mal auf. Wir haben doch irgendwo ein Gerichtsgebäude, ne? Und zwar irgendwo hier. Ich meine, hier hatten wir irgendwo eins. Das nicht, das nicht, das nicht. Das ist keine Polizei. Hier muss irgendwo das sein, ne? Gerichtsgebäude. Guck mal einer an hier. Die Richters. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Die Produktivität ist natürlich bei uns sehr hoch, ne? Also das muss ich mal sagen. Das fand ich schon echt, ne? Ist echt schon beeindruckend hier. 120%, 109%. Ich meine, die reißen schon was weg. Auch der hier zum Beispiel, ne? Finde ich auch interessant. Ne? Der ist jetzt 32 Jahre alt. Der weiß aber ganz genau, dass er 57 wird. Also muss er zusehen, dass er das hier, ne? Fix über die Bühne kriegt, das Beste draus machen. Ach du Himmel nicht. Was haben wir hier? Kriminalität um das Null. Aber wenn du 100% hast, ne? Bei Kriminalität. Ich meine, das ist aber schon eine gute Nacht, Marie. Denn dann läuft ja schon, dann läuft ja alles verkehrt. Also irgendwie alles, was irgendwie verkehrt laufen kann, das läuft dann verkehrt, würde ich sagen. Das ist ja schon sehr schlecht. Warte mal, was haben wir denn jetzt hier bei uns? 120% Produktivität. Ist das gut oder ist das gut? So, 275 Arbeitslose kann man auch mitleben, ne? Durchschnittliche Lebensdauer 65 Jahre. Ich meine, das auch, naja gut, das könnte besser sein, ne? Die können ein bisschen älter werden. Wir sind ja nicht hier im 1800 etwas oder, ne? 1905 oder so. Die können doch schon ein bisschen älter werden, die Jungs. Ich meine, gut, in der Statistik ist ja auch die Unfallwahrscheinlichkeit, ne? Weil, weißt du, wenn du in der Mine arbeitest, da kann er doch mal so einen Stollen einbrechen. Und dann hast du mal so schnell 200 Leute verloren. So, was haben wir sonst noch? Geburten 1444 und Todesfälle 1176. Na gut, aber hier unsere Mutti-Wohner, die flüchten hier so langsam. Die 3000, da müssen wir auch sehen, dass wir da wieder was Neues schaffen. Oh mein Gott, warum immer sowas? Das Dumme ist jetzt aber, glaube ich, haben wir einen... Danny, die Produktivität ist bei dem Richter 124%, also 24% zu Unrecht verurteilt. Nee, 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 das haben wir nicht. Nein, nein, nein. Wir haben hier massig Platz, wir haben nicht mehr massig Platz. Ich sehe gerade hier. 262 zu 276. Ach du Himmel. Das wird aber schlecht. Wir müssen mal zusehen, dass wir hier Fleisch und so ein Krams hier rangeschafft kriegen. Apropos. Fahren wir ja auch Fleisch hoch? Ich glaube nicht, ne? Nee, natürlich nicht. Wir haben hier nur Alkohol und Lebensmittel. Fleisch kriegen wir gar nicht hier hoch. Wird kuschelig im Knasti, das stimmt. Das wird langsam eng. Da müssen wir auch zusehen, dass wir da noch was gemacht werden. Wir haben ja tausend Ecken hier. Was machen wir jetzt? Wir müssen hier Fleisch hochkriegen. Wie kriegen wir denn Fleisch hier hoch? Fleisch. Wir brauchen Fleisch. Wie kriegen wir denn das hier hoch? Da, gut, das können wir hochfahren, ne? Das können wir per... Ja, das müsste gehen. Weil Fleisch ist hier unten. Ja, auch nicht mehr so viel. Aber das könnte schon besser sein. Das Fleisch können wir auch da hochfahren, dass wir das einmal voll machen. Erstmal einen Zeppelin verkaufen. Genau, um dann wieder Kohle ranzukriegen. Oh, wir haben ja noch eine Lok. Oh, warte mal, wenn wir die schon haben. Ich bin schon wieder abgelenkt, kann man merken, ne? Ich bin schon wieder abgelenkt. So, 11 Stück haben wir hier. 11, der darf mal losfahren, die Lok. Und wie die mal losfahren darf, das kann mal verkauft werden hier. Warte mal. Ist ja auch ein bisschen Kleingeld, ne? So, guck mal hier, mein Freund. So, dann mal hier. Hü. Fahr mal los. Ich muss mal kurz hier rum. So, entlasten. So, der düst mal los, ne? Geht auch per Bahn. Ja gut, Fleisch, ne? Das müssen wir mal da oben hinkriegen. Wir haben aber auch hier im Vertriebsbüro, ne? Vertriebsbürochen. Das werden wir denen gleich mal sagen, dass sie die auch mal da oben hinfahren sollen. Weil wir haben hier oben ja... Ich meine, wie weit können wir das denn schaffen? Ich wollte sie nur einmal... Also ich wollte die nicht hier quer durch haben. Die hätten irgendwo hin transportieren lassen. Wäre natürlich noch besser, aber ich meine andersrum, das ist sowieso schon überlastet. Wenn hier noch ein Zug durchfährt, mit irgendwelchen Krams. Ach mein Gott. Aber ich meine andersrum, wir brauchen das auch hier hinten, ne? Aber andersrum brauchen wir das auch da oben. Ach mein Gott. Das was Einfaches? Nee, ne? Pass mal auf, hier haben wir doch noch Anschlüsse. Pass mal auf, kurz auf Pause. Pause. So, pass mal auf, wir brauchen mal kurz, ich muss mal kurz gucken. Und zwar, so. Alles klar. Da ist noch ein Anschluss. Und da drüben auch. Also wenn wir da irgendwie...
Schlachthaus. Haben wir denn sowas irgendwie? Schlachthaus. Brauchen wir es? Also, ne? Das wäre schon ganz. Fleisch. Guck mal hier. Fleisch. Da. Ein Fleischlager. Ach, großartig. Guck mal hier. Fleischlager mit. Ne? Kannst rein und rausfahren, wie du lustig bist. Am besten so rum. Am besten mal so, ne? Ich glaube, so ist nicht doof. Dann hast du da einen Anschluss. Jetzt kriegen wir den da unten, glaube ich. Doch, kriegen wir auch hin. Passt doch. Wenn wir den da hinbauen, so, dann haben wir auch Fleisch hier da oben. Dann können wir auch Fleisch da hochfahren. Dann hätten wir das auch da. Dann können wir hier auch Fleisch abholen. Ah, das ist wieder, ne? Wir sind wieder mal so gut. Oh, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Straße hier runter, ne? Wie machen wir das denn am besten? Ja, nun speichern wir. So, warte mal, Straße. Ich meine, wir brauchen ja nur eine Straße hier um. Gehen wir das ein bisschen zönen? So, ne? Ja, so. Wir brauchen ja nur eine Straße, um, dass die Feuerwehr dahin kann, ne? Das ist das Einzige. So, mach das mal. Der Rest wird gebaut. Per, ne? Baubüro. Und das ist das Problem auf der anderen Seite. Wir haben da drüben keine Baubüros. Hier unten, da ist gar nichts. Hier ist null. Nothing. Es wäre schön, wenn da ich, wenn, also wenn da ein Baubüro hinfahren könnte, aber kann da ja nicht. Kann ich das irgendwie sehen? Ich kann es nicht sehen, ne? Oder wir müssen hier noch ein Baubüro hinpacken. Aber dann hast du das, den Verkehr, ne? Du hast den Verkehr mitten durch die Stadt, weil die wollen ja den ganzen Müll hier unten holen. Also, ne? So hier. So, pass mal auf. Wie weit fahren wir denn hier? Können wir das irgendwo sehen? Gib Quelle an. Zugewiesene Konstruktion Bergdorf. Haben wir ein Bergdorf? Ach, wie hier, Fleischlager. Guck mal einer an, der da. Nicht? Das muss ja auch noch gemacht werden. So, pass mal auf. Wie weit fahren die? Wie weit fahren die, Jungs? Bis dahin und dann ist Schicht. Geht das noch mehr? 3000 ist Maximum. Also bis dahin fahren sie. Und dann ist für die auch ne? Ende im Gelände. Dann haben die den Hals auch voll. Dann geht auch nicht weiter. Wo haben wir denn noch ein Baubüro? Was ist denn das hier? Vertriebteile Elektronik. Ach so, Schande. Danny, die können sich an der Containerverpackung bedienen, also kurz vor dem Verpacken. Wie meinst du jetzt? Frankie, geht dann nur manuell zuweisen. Das würde noch funktionieren, aber wie gesagt, ist auch weite Fahrtouren. Aber andersrum, ne? Ich meine, das könnten wir dann natürlich auch machen. Die manuell zuweisen. Haben wir irgendwo die Ziegel und Platten? Stimmt, die haben wir hier hinten ja auch. Ziegelplatten, wo waren die denn? Die waren hier drin, ne? Da, guck mal, ach, guck mal hier. Ne? Ziegel und Platten, die können wir da auch noch wegsammeln. Dass wir die hier wegräumen. Aber warum haben wir hier so viele Ziegel, Platten hier drin? Werden die gar nicht verladen? Was los, Leute? Faulen Säcke. Sag mir mal. Richtig, die könnten wir da schön wegnehmen. Das Dumme ist ja, nee, das ist gut, das Dumme nicht, aber der Zufall ist ja auf dieser Seite. Das klappt ja. Das können wir da wegsammeln. Aber wir brauchen noch einen Knast mehr, glaube ich, ne? Der eine ist ein bisschen, ist langsam mal ein bisschen knapp hier. So viel Luft ist da nicht mehr. Und hier oben, wie ist das hier? Oh gut, da ist auch noch Luft. Oh, da ist noch Luft. Und hier, da ist auch noch Luft. Guck mal, das ist doch gut. So. Das können wir da noch wegsammeln. Das ist doch großartig. Dann könnten wir nämlich hier auch noch ein Lager mehr bauen. Was sind jetzt schon wieder? Ach, das ist doch schon wieder hier. So, hü, mach dich weg. Wie weit ist das Schiffchen denn? Oh, das dauert noch ein bisschen. Bis das soweit ist hier. Was haben wir sonst hier noch? Was haben wir hier noch drin? Stahl. Na gut, das Stahl kaufen wir ein. Warum machen wir das eigentlich? Ach, da war der Weg zu weit, ist bestimmt, ne? Der Weg ist zu weit. Na gut. So, hier noch was Tolles, irgendwas zu lesen. Mal gucken. Nö, alles, ja, wie gehabt, ne? Da fehlen Leute. Zufriedenheit der Bürger ist zu niedrig. Das ist doch bestimmt Campingplatz, ne? Klaro. So. Soweit so schön. Ich meine, die Folge ist durch. Was haben wir gemacht heute? Oder in dieser Folge? Nix, ne? Nix, einmal so ein bisschen, ne? Auch gut, ja gut. Wir sind hier oben am Bauen. Also hier oben wird was gebaut.
Das dauert noch ein Sekündchen, bis das fertig ist. Und dann haben wir hier auch Fleisch. Dann können wir auch Fleisch hier hochkriegen und das auch hier verteilen. Genau, das werden wir dann auch machen. Fleisch hier verteilt. Vielleicht kriegen wir dann auch Fleisch hier unten runter. Der Knast, der braucht zum Beispiel ein bisschen Fleisch. Das wäre nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Ist hier Fleisch drin? Da fehlt doch Esse, ne? Aber Vertriebsbüros ohne Ende, die da im Gange sind. Die da irgendwie nichts hinkriegen. Aber Klamotten, ne? Klamotten, Elektronik, das läuft. Nichts zu kauen, aber... Ne? Warte mal, wir müssen einmal kurz gucken hier. Importe. Wollen wir kurz Import gucken? Wasser, diesmal wieder so viel. Was haben wir jetzt? 21. November. Geht aber noch, ne? 1,4 Millionen. Treibstoff 1,3 Millionen. Geht auch nach unten. Das ist doch... Oh, letzten Monat? Treibstoff 3 Millionen. Puh. 3 Millionen. Wir gehen nach unten. Also wir sind, das kommt schon langsam so, das wird schon, doch, das ist schon, ne, kann man sagen. So, ich würde sagen, die Folge ist zu Ende. Da sage ich doch mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.